Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Steel Oceans. Oceans? Ja, Steel Oceans war das. Ja, ich habe herausgefunden, wie ich endlich die Schiffe aufwerte. Man geht hier unten einfach auf Researches. Klickt man drauf. Achso, warte mal. Fort. Man sucht sich erst natürlich das Boot aus, was man halt aufwerten möchte. Ich habe hier auch schon ein U-Boot gekauft, um damit mal zu spielen. Ich glaube, das werde ich euch gleich auch mal zeigen. Also, man sucht sich so sein Boot aus. Hier. Das U-Boot nehmen wir. Auf Researches. Drücke drauf. Dann hast du hier rechts die Ship-XP und die globalen XP. Die globalen XP, die kannst du dir ja auf jedes Schiff mit rüberziehen. Die Schiff-EPs gehen natürlich nur für das eine Schiff. Und die Total-EPs sind, wie viele EPs du zusammen für diesen Schiff hast. Also globalen EPs plus Schiff-EPs. Das wären 310. Mit 310 kann ich mir leider hier nichts kaufen. 330 wäre hier das nächste. Aber ich probiere immer so viel globale XP wie möglich zu behalten. Also, ich würde mal sagen, ich werde jetzt das Spiel starten mit den What is das? Mit den U-Boot 7PG0. Nee, 7PGO. 7P. Muss alles groß schreiben? Ich schreibe mal lieber groß. PG. Okay, und wir sind in der Warteschleife. Wie lange dauert die Warteschleife? Ich weiß es nicht. Es spielen ungefähr 77, 82 Leute, die warten auf ein Match. Ich hoffe auch, da sind welche dabei. In meiner Klassengröße. Also, ich war ja U-Boot-Größe 2. Ich hätte auch Tutorial spielen können. Ach, egal. So. Ich hatte gestern nur noch alle anderen Schiffe die dreifache EPs weggespielt. Und ja, da habe ich das halt herausgefunden, dass ich damit mit den Researches in der Mitte da die Schiffe aufwerten kann. Ich könnte auch über Tech Tree gehen, dann die Schiffe direkt anwählen und dann an der Seite würde es auch stehen, was ich irgendwie gestern nicht gesehen habe. Aber ich habe es ja nach und nach jetzt herausgefunden. Und damit den internen Chat habe ich auch schon mal probiert, aber da antwortet irgendwie nie einer. Aber das ist ja nicht schlimm. Und so. Dann warten wir mal. Ich trinke so lange mal einen Schluck Wasser. So, ein Schluck Wasser getrunken. Jetzt kannst du langsam mal losgehen hier. Also, bei des Steel Ocean ist es wie bei World of Warship oder World of War Tanks oder World of Plants. Man hat einmal am Tag seine doppelten oder dreifachen EPs, wie auch immer. Eins von beiden. Manchmal hat man auch fünffach EPs, wenn irgendein Event gerade ist oder so. Und dann kannst du halt einmal am Tag für einen Sieg deine dreifachen EPs da werden dann eingelöst für den ersten Sieg. Und ja. Wie gesagt, das habe ich jetzt gestern gemacht mit den ganzen Schiffen. Jetzt mache ich das wieder. Erstmal den einen. World of Tanks installed. Isis und alle other Fightings können Shooting Go Games World of Tanks. Okay. Also alle Isis spielen World of War Tanks, wie es da unten im Chat gerade stand. Es macht kein Spiel, was? Es macht kein Spiel auf. Warum?
bei Nazi, deswegen blablabla. Heute noch in Dresden seine Sprüche. Hat die da manchmal laufen, schreiben? Keine Ahnung. Ja, genau. Hey, dieses stand irgendwas da. Eng World. Ich weiß es nicht, was sie da alles reinschreiben. Genau. Vergrößern. Okay, jetzt kann ich mehr lesen. Ah, aua. Mein Authentifikator schmeiße ich hier rum. Von meinem Blizzard Games. Jo. Bei Nazi. Geschichte jung. Deswegen. Na super, jetzt habe ich es groß gemacht und jetzt geht der Kampf los. Okay. Ich denke mal, der Kampf ist auch ein bisschen interessanter, obwohl ich das schlechteste Schiff da bin, wie ich gerade gesehen habe. Das kann doch nicht wahr sein. Achso, ich habe Events geschafft, deswegen habe ich jetzt hier unten 4 Leute. Die habe ich durch ein Event bekommen. Cool, ja. Ich habe schon eine Crew. Einer fehlt da noch. Aber was für einer? Erste Hilfe? Also Plus drauf. Kann ich das sehen, was da fehlt? Nee. Ja. Shit happens. So, wir haben die Aufgabe, die weiße Flagge hier unten einzunehmen. Da. Die hier. Dann unten rechts. Die müssen wir einnehmen. Und ich kann euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich nach unten schwimme. Also, ich drücke auf X. Nee, auf Z war das. Genau, auf Z drücke ich. Hilfe! Ein deutsches Schiff. So, ich habe einmal auf Z gedrückt, jetzt bin ich einmal runtergeschwommen. Torpedos kannst du nur so in den kleinen Winkel immer abfeuern. Und wenn du unter Wasser fährst, bist du langsamer. Jetzt drücke ich nochmal auf Z, dann geht es noch eine Etage tiefer. Jetzt könnte mich nur noch Torpedos treffen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ganz unten, aber bin dafür auch natürlich ganz langsam. Dafür bin ich jetzt von den Torpedos geschützt, allerdings nicht von den Wasserbomben, die die Schiffe abwerfen können. Und ich bin jetzt auch ziemlich lahmarschig. Deswegen drücke ich jetzt wieder ein X. Dann komme ich wieder ein bisschen hoch. Und jetzt nochmal X. Und bin ganz. So. Also im Kreis ist ein Submarine. Und Submarine heißt U-Boot. Ich bin U-Boot. Und ich ganz unten bin, kann ich auch keine Torpedos abfeuern. So anders. Das geht nur in dieser oder in der unteren Position. Also in der und in der mittleren, in der untersten. Zone wird eingenommen von dem roten, also die sind schon drinnen. Oh, wir haben ein Viereck. Das ist ein Viereck. Das Viereck war ein Flugzeugträger. Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Doch, Flugzeugträger. Das sind ja Flieger. Hab gerade schon welche gesehen, aber irgendwie nicht richtig registriert. So, wir sehen noch keine Boote hier. Eine Etage tiefer. Jetzt kann ich auch nicht lenken, wenn ich runtergehe. Doch, geht doch. Okay, dann habe ich wohl Pink Server.
Oh, 546. Ja, dann. Ja, super. Das geht ja bei mir richtig ab jetzt hier. 546, 645. Ich muss schon einen Tag vorher drücken, was ich machen möchte. Oh, coming Torpedo. Ich nicht sehe Torpedo. Aber mal so. Ich weiß nicht, wie das abfeuert, weil ich hier mega laggy bin. Oh, da hinten ist eins. Ich hab's abgefeuert, aber was wir sind noch gar nicht fertig, Torpedos. Das sind 2 Sekunden. Ah, okay, jetzt. Bam. 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 So, ich bin jetzt in der weißen Flagge. Das heißt, ich darf jetzt, oder ich werde jetzt eine Flagge einnehmen. Oxygen is being consumed rapidly. Let's surface to replenish your air supply. Achso. Use the X key to surface. Ich muss auch, wenn ich Flagge einnehme, sichtbar sein, sonst geht das nicht. Wieder runter. Torpedo incoming. Evasive maneuvers. Ah. Nein, ich treffe nicht ein. Naja, Torpedo ist coming. An mir vorbei, coming. Coming in your books. So. Schneller, schneller, schneller. Da sitzt man den mal da. Den da. Oh no! Look out! Torpedo! Whoa. Inbound torpedo! Watch out! Nein! Beim Vollmist haben wir aufgepasst. Scheiß U-Boot. Ich habe voll nicht aufgepasst. Ah. Ja, das war also eine Runde mit dem U-Boot. U-Boot. Oh, machen wir ganz kleiner Schätz, will ich gar nicht mehr lesen. Kein Bock mehr da drauf. So. Ich bin jetzt sauer. Eingeschnappt. Training Mode. Ich zeige euch nochmal hier schnell Arcade Mode. Start. Hm. Das geht ja auch ganz schnell. Hoffentlich. Mm. Welcome back to the tutorial. The battle will start after the countdown ends. 30 seconds. Okay, let's go. Was hab ich denn hier jetzt ein?
Achso, ich muss jetzt wahrscheinlich ein U-Boot abschießen mit die 4. Mit den Wasserbomben. Wasserbomben. Schneller. Ich hab doch keine Zeit. So. Okay, was soll ich machen? You are now controlling a cruiser. The speedometer shows the set speed and current speed of the ship. Ja. Okay. Gut gemacht. Follow the prompt to move the ship forward in first gear. Follow the prompt to slow down to a lower gear. Ah, okay. Follow the prompt to slow down to a lower gear. Follow the prompt to stop the ship. You'll notice that the steering dial shows the set steering angle and the current steering angle. Hey, danke schön. Press the prompted key to steer the ship. Use the auto cruise function and move to the marked area. Okay. Das sieht doch aus wie gerade das wie gestern das erste Tutorial, was ich gemacht habe und was ich leider vergessen habe aufzunehmen. Okay, okay. Wir sollen dahin fahren. Dann fahren wir halt dort. Ich habe mich einmal im Kreis getroffen. Ich habe den Kreis getroffen. Press the designated key to switch the battery to firing mode. Well, zoom, alright. You can examine its structure. Press escape to close this window. Oh. If you want to check it again, click on the help button. Elf. Aim at the enemy's funnel and fire to disrupt the ship's engine. Okay, okay. Ist mein Schiff oder sein Schiff? Okay. Und dann? Machen wir einfach ab hier. Good shot. Look, the enemy's funnel is on fire. Destroying a ship's engine will greatly reduce its mobility. Concentrate your firepower to destroy the enemy warships. Ich weiß, das ist ein guter Schuss. Ich will den rammen. Rammen. Los, komm, Rammer. Rammer. Rammer, den kriege ich noch. Ja. Enemy Warship down. Ich hab ihn gerammt. And move to the designated spot. Oh, hat mir den auch geschossen. Egal. Ja, da mich. Guck mal, dadurch, dass ich gerammt habe, dreht er sich jetzt voll fett in Kreis. Ja. Gerammt. Okay, let's go. Ich habe keine Zeit. Ich muss hier noch ganz schnell bam bam den Kreis abfeuern. Alle mitten rein. Mitten drin. Mitten ins Loch da. Wie? Und nochmal. Ah, oh, wieder alle rein. Ich bin so gut. Ich bin guter wie gut. Oh, da. To use artillery, switch to Hawkeye mode. Target the enemy and launch an attack. Denk mal, ich muss jetzt. Move your sight to the target.
Then wait until the scattering circle narrows to shoot. So, wenn wir so schießen. Enemy warship down. Follow the prompt to move to the designated spot. Oh, und auf der anderen Seite der Insel, die sich da so schnell kommt. Kann mir nicht einfach hinport. Vielleicht brauche ich einen Zauberspruch für. Simsalabim. Dreimal schwarzer Peter. Auch nicht. Und war es dreimal schwarzer Kater? Auf jeden Fall das auch nicht. Dann. Was mache ich denn jetzt? Sesam, öffne dich. Na, dann fahre ich halt so rum. Hard right. Alright. Hard right. Hard right. Alright. Ein U-Boot. Guck mal, muss jetzt Bomben bestimmt abwerfen. A submarine has been detected. It's hiding in shallow water, but can still be detected by sonar. Kann ich den rammen? Switch to your depth charge launcher. You'll find it particularly useful when up against submarines. Target and launch a depth charge. Die hauen ja Schaden rein. Hey, das war's. Nicey, nicey. Okay. Das war jetzt das eine Tutorial, das haben wir abgeschließt. Jetzt fehlt noch das andere Tutorial. Ich starte mal das auch nochmal schnell. Ich sehe jetzt schon, aboard, das hat wieder eine Stunde. Commander currently assigned as captain can use various commander skills. Das wird wieder eine Stunde dauern, jetzt hier mit dem U-Boot rumzufahren, mit dieses Video hochladen. Das war länger sogar. Für 15 Minuten brauche ich eine Stunde. Das wird bestimmt wieder eine halbe Stunde dauern, das Video. Das wäre dann bestimmt 2 Stunden, die ich hochladen muss. Oh, ich habe da eine Frau drin. Frau an Bord. Hm, im U-Boot. Make sure you deploy your commander in the barracks before entering battle. Okay. Aber eigentlich schaltet die Frau. Space Girl. Use commander skills. Press the specified key. The rapid assault skill will increase the ship's maximum speed for a period of time. Ah, wie oft sind sie frei? 2 Mal. Now, let's learn about submarine diving. Press the specified key to dive to shallow water. After diving, your oxygen supply will decrease and movement speed will slow down accordingly. No, ganz wichtig, du darfst nur eine bestimmte artillery Uhrzeit. Artillery cannot hit submarines in shallow water, and likewise our artillery cannot be used. However, torpedo tubes remain functional. Continue diving to deep water. Tief im Wasser? Ich glaube, so 3 Minuten 30 Sekunden unter Wasser bleiben. Dann habe ich keine Luft mehr. We are now in deep water, a more concealed and safer area for submarines. Your oxygen supply and movement speed will decrease dramatically. Your weapons cannot be used here, and most of the enemy's weapons cannot reach us. However, you should still be aware of depth charges. Your oxygen is running out.
rise to the surface to replenish your air supply. Schnell hoch, bevor der Sauerstoff weg ist. Mein Oxygen. Follow the prompt to move to the designated spot. Ach, das ist mein Speed, den ich noch von der Frau habe. Da gibt's so noch was. Ich dachte, das wäre mein Sauerstoff. Habe ich gerade was Falsches für euch erzählt? Ich hoffe, ihr habt mich zugehört. Also die, die das Video gesehen haben, wo sind wir? Ich hoffe, ihr habt gerade nicht gehört, dass ich gesagt habe, Oxygen ist die Sauerstoff. Anscheinend ist es die nicht, ist nur das Speed, den ich von der Frau geschenkt gekriegt habe. Ein Torpedo abgefeuert. Ja, dann. Wenn das was alles ist, ach da. Habt ihr das gesehen? Ich hab mich schon kaputt geschossen, bevor ich auch das Ziel erreicht habe. Okay. Und was ist das hier jetzt noch? Ah, das kann ich noch nicht benutzen. Ich denke mal, das ist für einen Flugzeugträger. Aircraft, ja, Flugzeugträger für diese Planes oder Aircraft für die Flieger. Wie ich die bestimmt steuere. Dazu müsste ich mir wahrscheinlich erstmal einen Flugzeugträger dann holen. Kann ich ihn weiter ausrüsten? 287. Ich könnte den mit globalen XPs mit ausrüsten. Aber nö, das mache ich nicht. So. Ich hoffe, euch die. Lalalala. Nochmal. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich hier auf Researches meine U-Boote, Boote, Verbesserer, Flugzeugträger, was ihr auch über Tech-Zentrum machen kann. Zack, da kann auch alles stehen. Wenn du halt genau weißt, welche Boote du hast, aber die sind ja alle markiert mit den Häkchen, die du hast. Und da gibt es Flugzeugträger. Mit den Amerikanern auf Flugzeugträger gehen. Muss mal suchen. Ich glaube, mit den Japanern gehe ich auf U-Boot. Also mit Japanern gehe ich hier auf U-Boot, weil ich ja da schon von einem habe. Mit den Deutschen gehe ich dann auf. Haben keinen Flugzeugträger. Sind ja auch arm, die Deutschen. Gehe ich auf den hier. Auf den Light Cruiser. Oder auf dem Battleship. Der Bayern ist dabei. Bismarck. Oh, Bismarck. Ich glaube, ich gehe hier dann auf. Ach, ich muss mal schauen. Ja, sowieso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also gehe ich mit jenen auf zwei Sachen. U-Boot und hier vielleicht den. Und Deutsche. Nee, Deutschland. Krieg ich den Light Cruiser und den Battleship. Dann kriegt der Japaner den Submarine und den Story. Und der Army kriegt dann die Online. Den Flugzeugträger, den Airport. Airport. Airplanes und den. Weiß ich nicht. Den haben wir noch nicht. Hammer. Die beiden haben wir noch nicht. Da ist Flugzeugträger. Ach, hier sind die. Ja, dann gehen wir mit den Amis auf Battleship und Heavy Cruisers.
Ja. Okay. Dann war es dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye bye. Tschüss.